Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seid frisch Level 70 bzw. werdet das in den nächsten Tagen und fragt euch nun, wie ihr am besten und schnellsten an gutes Gear kommt, um die jeweiligen Endgame-Inhalte bestreiten zu können oder zumindest den Charakter noch ein klein wenig für Wrath of the Lich King vorzubereiten. Wir gehen in diesem Video davon aus, dass ihr keinen Twink mit Tausenden von Gold habt und somit auch nicht direkt die besten beim Anziehen gebundenen Items aus dem AHA oder in einem Gold-DKP-Run kaufen könnt. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns doch gerne direkt einen Daumen nach oben da. Viel Spaß! Starten wir aber mal einen Schritt davor. Spult jetzt allerdings bitte nicht direkt vor, da ihr schon Level 70 seid. Vor allem die ersten Infos werden später noch sehr wichtig. Bevor ihr also Level 70 werdet, könnt ihr schon einige Dinge auf dem Weg dorthin erledigen, welche euch das Erhalten von plausibler Ausrüstung auf Maximalstufe deutlich erleichtern. Schaut im Allgemeinen, dass ihr die Fraktionen wie Thralma, die Ehrenfeste, das untere Viertel, die Expedition des Szenarios sowie die Hüter der Zeit auf die Rufstufe wohlwollend bekommt. Das geschafft, könnt ihr euch ein fünfteiliges PvP-Set kaufen, welches auch für den Anfang gut im PvE zu gebrauchen ist. Bei jeder Fraktion gibt es hierbei ein Item. Eigentlich wäre in der Liste auch noch die Shatar dabei. Allerdings benötigt ihr hierfür ein Flugmount, um die Instanzen betreten zu können. Es gibt allerdings diverse Quests, die ihr hierfür erledigen könnt, dazu aber gleich mehr. Wie kommt ihr nun aber am besten auf Wohlwollend? Gehen wir mal im Schnelldurchlauf die Fraktionen durch. Bei Thralma bzw. der Ehrenfeste gibt es dutzende Quests auf der Höllenfeuer-Halbinsel. Zudem könnt ihr den Blutkessel sowie das Bollwerk besuchen. Bei der Expedition des Szenarios questet ihr in den Zangermarschen und geht dann die Instanzen Tiefensumpf sowie die Sklavenunterkünfte. Die Dampfkammer geht zum Ende hin natürlich auch. Beim unteren Viertel gibt es einige Quests in den Wäldern von Terroka sowie die Dungeons Sethekhallen und Schattenlabyrinth, wobei das zuletzt genannte eher Level 70 voraussetzt. Für den Ruf bei den Hütern der Zeit müsst ihr einmal die Instanz das Vorgebirge von Hillspread spielen und dabei die Questreihe erledigen. Geht anschließend am besten direkt in den Schwarzen Morast und beendet die Quest oder wiederholt das Vorgebirge ein bis zweimal. Nun solltet ihr kurz vor Wohlwollend sein. Als letzte Fraktion bleibt doch die Shatar über. In die Fünfer-Dungeons der Festung der Stürme im Nethersturm, in denen es besagten Ruf gibt, kommt ihr allerdings erst ab Level 70 mit einem Flugmount, außer ihr spielt natürlich einen Druiden. Es gibt jedoch etliche Quests, bei denen Ruf zu ergattern ist. Wir verlinken euch diese in der Beschreibung. Zusätzlich bekommt ihr bei den Shatar Ruf, wenn ihr für eure jeweilige Shatrad-Fraktion, also Aldor oder Sea, die Abgabequests erledigt. Hierbei müsst ihr spezielle Items wie zum Beispiel arkane Folianten oder teuflische Waffen auf der jeweiligen Anhöhung in Shatrad abgeben. Den Zusatzruf gibt es allerdings nur bis Wohlwollend, was ja in unserem Fall reichen würde. Ihr findet allgemein ein super Add-on, Reputable, in unserem Add-on-Video. Dieses zeigt euch an, welche Quests ihr bei welcher Fraktion auch machen könnt und wie viel Ruf ihr dafür bekommt. Dadurch bekommt ihr eine super Übersicht, in welchem Gebiet es noch für welche Fraktionen Quests zu erledigen gibt. Schaut euch auch gerne die anderen Add-ons an, da diese vor allem für Neueinsteiger und Rückkehrer sehr interessant sein können. Maximiert außerdem eure Berufe oder schaut zumindest, dass euch nicht mehr allzu viele Punkte fehlen. Wir wissen natürlich, dass es zum Beispiel beim Schmied leichter gesagt als getan ist. Versucht aber auf jeden Fall, dass ihr nahe am Ziel des Maximalskills seid, da es für den ein oder anderen Herstellberuf definitiv ganz nette Items gibt. Ihr könnt zudem jetzt schon jeden Tag die Daily PvP Quests machen, vor allem die aus Shatrad, bei der ihr ein spezielles Schlachtfeld gewinnen müsst und dafür einiges an Ehre bekommt. Die anderen Open World Dailies sind ohne Flugmann eher mühselig. Sucht euch außerdem eine Gilde, die zu euch passt oder tretet zumindest einer großen Level-Gilde bei. Dadurch findet ihr viele Gleichgesinnte, die eventuell ebenfalls noch gleiche Dungeons oder Quests auf ihrem Radar haben. Spart außerdem euer Gold und kauft euch keine Items im Auktionshaus. Im Gegenteil, verkauft alles, was ihr nur könnt. Ihr werdet den ein oder anderen Taler auf Level 70 gut gebrauchen können. Erledigt unbedingt die Quest Grausame Pläne bei der Horde bzw. Oberanführer bei der Allianz, um eines der drei Schmuckstücke zu bekommen. Dafür müsst ihr allerdings eine etwas längere Vorquest erledigen. Macht außerdem ab Level 65 die Meister der Arena-Quest-Reihe in Nagrand. Hierbei müsst ihr mit vier weiteren Mitspielern diverse Kreaturen bezwingen und bekommt dafür ein nettes blaues Item. Die Startquest könnt ihr ganz einfach vor Ort annehmen. Besucht zudem unbedingt die Sethekhallen und nehmt die beiden Quests vor der Instanz an. Hier gibt es ebenfalls gute blaue Items zum Abstauben. Dasselbe gilt für die beiden Höhlen der Zeitinstanzen. Hier solltet ihr sowieso wegen dem Ruf rein. Statt allgemein, dass ihr jede Levelinstanz einfach einmal samt Dungeon Quests mitnehmt. Endlich auf Level 70 angekommen, geht's zuerst nach Azeroth in die Hauptstadt eurer Wahl, genauer gesagt ins Auktionshaus. Hier gibt es für viele Klassen gute und hoffentlich auf eurem Server nicht allzu teure blaue Gegenstände. Als Beispiel gibt es hier die Robe des Purpurordens für alle Caster, speziell für Hexer und Magier,
der Überbringer des Todes, ebenfalls für alle Caster, die Brustplatte des raschen Angriffs für zum Beispiel Verstärkerschamanen, Jäger oder Furorkrieger, den Essenzfokussierer für Heiler, Valanos Langbogen für Jäger oder auch das pulsierende Kristallschild für heilende Schamanen und Paladine. Die Items sind je nach Server zwischen 15 und 70 Gold zu erhalten. Schaut hier vor allem nach Waffen, da diese etwas schwerer zu bekommen sind und eine deutlich größere Auswirkung haben, vor allem bei Nahkämpfern. Schaut zudem gerne auch mal die epischen Gegenstände durch, eventuell ist ja doch zufälligerweise ein Schnäppchen dabei. Weiter geht's in der Scherbenwelt. Nun klappert ihr die anfangs beschriebenen Fraktionshändler von Thralma bzw. Ehrenfeste, dem unteren Viertel der Expedition des Szenarios sowie der Shatar ab. Vorausgesetzt, ihr seid wie erwähnt mindestens wohlwollend. Nun kauft ihr euch das fünfteilige PvP-Set. Hier gibt es pro Fraktion jeweils ein Teil, Kopf, Beine, Brust, Handschuhe und Schultern. Ihr kauft natürlich nur die Teile, in dessen Slot ihr noch kein besseres aus dem AH oder einer anderen Quest erworben habt. Pro Gegenstand zahlt ihr hier zwischen 13 und 18 Gold. Die Items sind trotz der Abhärtung und der erhöhten Ausdauer starke Beginnergegenstände. Guckt euch zudem gerne mal noch die anderen blauen Items der Fraktionshändler an. Eventuell könnt ihr ja noch einen anderen raren Gegenstand gebrauchen. Vergesst zudem nicht, direkt die heroischen Schlüssel mitzunehmen. Nun solltet ihr dank dem ein oder anderen guten Level-Gegenstand, wie zum Beispiel aus der Arena-Quest-Reihe vom Nagrand und dem PvP-Set der jeweiligen Fraktionen, schon mal ganz gut ausgerüstet sein, ohne dass ihr allzu viel machen musstet. Allerspätestens jetzt, aber am besten schon weit zuvor, ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ihr eure Pre-Raid-Best-in-Slot-Liste für eure jeweilige Spezialisierung öffnet. Wir verlinken euch diese in der Beschreibung. Hier findet ihr die besten Ausrüstungen, welche ihr vor den Raids bekommen könnt. Schaut hier vor allem auf die alternativen Items. Bei Items, welche mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet sind, steckt eine Quest dahinter. Schaut euch diese demnach genauer an. Meistens müsst ihr dafür eine längere Questreihe und abschließend eine Gruppenquest absolvieren. Für manche Items kann es sich aber trotzdem lohnen, das Ganze durchzuziehen. Hin und wieder ist es aber auch nur eine einfache Dungeon Quest, bei der ihr eine Instanz auf Normal clearen müsst und dafür ein starkes blaues Item erhaltet. Als Beispiel könnte man hier die blauen Caster-Schuhe Stofftreter von Shadrath nennen, welche es bei der Schattenlabyrinth-Quest in das Herz des Labyrinth gibt. Versucht allgemein ein paar normale Dungeons zu laufen, vor allem die, in denen ihr laut eurer Bissliste viele gute Items bekommen könnt. Schaut zudem auf die Daily Dungeon Quests. Hierfür sollten sich vermehrt Leute finden. Die Quest könnt ihr im unteren Viertel annehmen. Wie im Vorbereitungsteil schon erwähnt, habt ihr hoffentlich eure Berufe so gut wie maximiert, damit ihr euch diverse beim Aufheben gebundene epische Items herstellen könnt. Als Beispiel gibt es hier als Schneider das Zauberfeuer-Set für den Magier oder das Eisschatten-Zwin-Set für den Hexer sowie als Lederer für Elementarschamanen das Netherstoß-Set. Es gibt außerdem einige starke Items, die erst beim Anlegen gebunden sind und ihr euch diese somit einfach von jemand anderen herstellen lassen könnt. Für alle Caster könnte man hier das Zauberschlagset erwähnen. Schaut aber allgemein auch hier mal eure Pre-Raid Best-in-Slot-Listen durch. Um dafür ein besseres Gefühl zu bekommen, klickt ihr auf der linken Seite einmal auf Phase 1 und Phase 2 Best-in-Slot. Sollte jetzt zum Beispiel immer noch das besagte herstellbare Item in der Best-in-Slot-Liste auftauchen, könnte es sich auf jeden Fall lohnen, dieses sich herstellen zu lassen bzw. selbst herzustellen, da dieses in keiner der ersten Raids ausgetauscht wird. Das passendste Beispiel ist hier wirklich das schon erwähnte Zauberschlagset, welches von vielen Klassen und Ausrichtungen erst von T5-Gear abgelöst wird. Macht zusätzlich unbedingt jeden Tag eure Daily PvP-Quests, um einfach an Ehre zu kommen. Für besagte Ehre könnt ihr euch dann das alte Season 2 Gear, welches optisch dem T5-Set ähnelt, ganz einfach kaufen. Vor allem sind hier die Waffen zu erwähnen. Sehr viel leichter kommt ihr nicht an eine brauchbare epische Waffe. Zum Vergleich die Geisterklinge der Nathrezim vom Prinzen aus Karazhan gegenüber der Zauberklinge des erbarmungslosen Gladiators. Die Daily Quests findet ihr auf der Höllenfeuerhalbinsel, bei welcher ihr drei Basen einnehmen müsst, in Nagrand, bei welcher ihr feindliche Kämpfer in Halar töten müsst, sowie im Auchinduan, bei welcher ihr einen Turm einnehmen müsst. Außerdem gibt es noch die Daily in Shadrath, bei der ihr als Sieger aus einem zufälligen Schlachtfeld gehen müsst. Aus diesem Grund hatten wir im Vorbereitungspart des Videos auch schon erwähnt, dass man schon während des Levelns die zuletzt genannten zufällige Schlachtfeld-Daily erledigen sollte. Ihr bekommt pro Quest 943 Ehre. Wo ihr die ganzen Quests annehmen könnt, findet ihr in der Beschreibung. Macht außerdem jede Woche eure 10 Arena-Spiele, um zumindest ein paar Arena-Punkte abzustauben. Auch wenn ihr die meisten der Spiele verlieren solltet, gibt es trotzdem noch eine gewisse Anzahl an Punkte. Hierfür könnt ihr euch dann epische Season 3 Ausrüstung kaufen. Diese benötigen keine gewisse persönliche oder Team-Arena-Wertung. Ein Arena-Team könnt ihr zum Beispiel in Nagrand gründen.
Nun solltet ihr vor allem auch das Gear haben, um ohne Probleme die heroischen Dungeon-Versionen laufen zu können. Hier gibt es einen starken blauen Loot, sowie beim Endboss sogar einen epischen Drop. Macht nun neben den HCs, welche ihr für spezielle Items benötigt, vor allem die Daily HC, welche es im unteren Viertel neben der normalen Daily anzunehmen gibt. In den heroischen Instanzen gibt es nun die ersten Abzeichen der Gerechtigkeit. Bei der Daily bekommt ihr als Belohnung sogar noch zusätzliche Abzeichen. Ihr könnt diese bei gewissen Händlern in Shadrath oder auf der Insel von Keldanas gegen mächtige epische Ausrüstungsgegenstände tauschen. Schaut auch hier wieder in eure besten Slotlisten. Allerdings geht ihr diesmal links auf den Phase 5 bis Reiter. Schaut nun auf das Segment unter Abzeichen der Gerechtigkeit bzw. im Englischen Badges of Justice. Hier wird euch aufgelistet, welches die besten erwerbbaren Items für eure Klasse und deren Ausrichtung sind. Begebt euch außerdem regelmäßig in die Instanz Terrasse des Magisters. Diese kam erst mit Phase 5 ins Spiel und dient als Aufhol-5er-Dungeon. Hier bekommt ihr starken blauen Loot und beim Endboss wieder epischen Loot. Die heroische Version ist nochmal deutlich lukrativer. Hier gibt es bei jedem Boss epischen Loot. Ihr benötigt allerdings auch gutes Gear, nette Mitspieler oder Überredungskünste, um hier mit eurem Ausrüstungslevel mitgenommen zu werden. Macht außerdem die Daily Quests der Insel. Diese bringen euch neben jeder Menge Gold noch Ruf bei der Offensive der zerschmetterten Sonne. Hier könnt ihr auch das ein oder andere gute Item für eure Klasse dabei sein. Inzwischen seid ihr für die T4 Raids bereit. Schaut, dass ihr bei einem Gruul, Magteridon und vor allem Karazhan Run mitlaufen könnt. Hier droppen neben den epischen Items noch ebenfalls Abzeichen der Gerechtigkeit. Das schwerste wird hierbei sein, einen Nicht-Gold-TKP-Run zu finden. Bei der Suche nach dem passenden Raid können wir hier nur folgende Tipps geben. Schaut unbedingt, dass ihr eine Gilde findet, die ähnliche Interessen wie ihr aufweist. Dadurch hat man direkt Gleichgesinnte, die eventuell in einer ähnlichen Situation stecken. Probiert selbst den Raid aufzumachen, dann habt ihr die Regeln in der Hand. Es werden sich vermutlich direkt einige Leute bei euch melden, da Prio oder andere normale Loot-Verteilungen deutlich exotischer im Vergleich zu GDKP geworden sind. Ihr könntet außerdem noch dem Realm oder diversen Gilden-Discord-Servern beitreten und schauen, ob nicht dort auch ein normaler Park organisiert wird. Allgemein ist noch zu sagen, dass es keine Vorquests mehr für die Raid gibt. Von Karazhan bis zum Sonnenbrunnen-Plateau ist alles betretbar. Seid ihr nun irgendwann an dem Punkt angekommen, bei dem ihr diverse epische Ausrüstungen habt, geht es weiter nach Zulaman bzw. in die T5-Schlachtzüge, dem Schlangenschrein sowie der Festung der Stürme. Nehmt hierfür im Vorfeld auf jeden Fall die Quest Die Fiolen der Ewigkeit bei dem NPC Soridormi in den Höhlen der Zeit an. Bei dieser müsst ihr die Endbosse Lady Vash aus dem Schlangenschrein sowie Keltas aus der Festung der Stürme töten und deren Fiolen zurückbringen. Nun erhaltet ihr einen epischen Ring, welcher sich je nach Ruhstufe bei den Wächtern der Sande upgraden lässt. Schaut nun allgemein, dass ihr so oft es geht nach Zulaman geht. Dort gibt es einfach unschlagbare Items zum Aufholen, welche gut und gerne an das T6 Level rankommen. Weiter geht's in den Schwarzen Tempel sowie dem Berg Hyal. Spätestens jetzt habt ihr es geschafft, euren Charakter ausrüstungsmäßig auf einen sehr guten Stand zu bringen. Vielen herzlichen Dank an alle Kanalmitglieder sowie an alle Leute, die via Daumen nach oben, einem Kommentar oder Follow auf unseren Social Media Kanälen supporten. In diesem Sinne, viel Spaß beim Charakter ausrüsten und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.